So, da bin ich wieder zurück. Wir waren bei dem dritten Raum hier stehen geblieben. Den Typen hier hatten wir besiegt. Ja, und nice! Und dieser gute Typ hier kommt auf unsere Liste von den Typen, gegen die wir noch kämpfen müssen, weil mal wieder mitten in einem Kampf ein Disconnect stattfand. Ich frage mich, wieso das immer mitten im Kampf ist. Ich glaube, die letzten vier Disconnects oder vier, fünf Disconnects, ich hatte, waren alle in einem Kampf. Wieso passiert das immer in einem Kampf? Du warst es doch, oder? Ich glaube schon. Ja, sehr gut. Das ist ja super. So, und du möchtest wahrscheinlich gar nicht kämpfen. Doch, du möchtest kämpfen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich doch am Arsch. Bubble Beam! Und das war es für Stern, du weh, du hast einen Starmie, weh, ich warne dich. Natürlich ein Mashok. Das muss jetzt ein Scherz sein. Ein Mashok, ernsthaft. Sehr gut. Nice. Alles klar. Ja, Problem. Hut, Hut, könntest du bitte mal gerade rauskommen? Ich muss mal gerade unser Bisaknoss peilen. Ja. Den Supertrank habe ich schon verballert, ne? Das ist natürlich sehr geil. Ich verballere jetzt unseren Hypertrank. Das ist ja ein ganz großes Kino. Mashok, würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Komm schon, Crit. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Meine Güte, Junge. Lass mich in Ruhe. Und Level 29 für Bisaknost. Sehr gut. Und wir haben den Typen besiegt. Das war ein ziemlich harter Kampf. Hab ich eigentlich schon mal einen Krabi gesehen? Ne, aber jetzt ist der im Pokédex. Ja, dieser Typ hier kommt mit auf die Liste. Das heißt, auf der MSN gibt es nun schon zwei Leute, gegen die wir nochmal kämpfen müssen. Den Kampftypen und den Segler da. Boah, ich muss mal irgendwie... Ich muss mir das mal irgendwie aufschreiben. Das wären langsam echt so einige. Das sind dann jetzt, glaube ich, schon sechs NPCs, gegen die wir nochmal kämpfen müssen. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten es genau sechs sein. Ah, ja, ja, ich glaube, ich werde gleich die offene Session irgendwie beenden. Das kann ja so irgendwie nicht weitergehen, wenn man hier alle 10 Minuten vom Server fliegt. Und zwar immer mitten in den Kämpfen. Das geht ja nicht, das geht ja nicht. So, das Blöde ist, die Laufwege sind es natürlich auch mittlerweile länger, länger, länger und immer länger. So, Moment, hier waren wir schon drin. War das der dritte Raum? Genau, hier haben wir auch schon Raum Nummer 4. One. Guten Tag, One. One möchte kämpfen. Alles klar. One, dann soll es so sein. Ja, Ron, das sieht nicht sonderlich gut aus, möchte ich mal meinen. So viel zu deinem Radfratz. Oh, ein Tauboga. Okay. Level 29, nice. Aber ich bin schneller. Aber ich treffe nicht. Ja, Tauboga, das macht mir jetzt nicht so wirklich viel Schaden. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Das war ungefähr die Hälfte. Damit kann man arbeiten.
Also Twister bringt nichts, Tabuga. Du musst schon was Effektiveres machen. Ja, komm, noch einmal vielleicht. Na, schade. Ich glaube, Ruckzuckhieb dürfte aber ausreichen. Nice. Sehr gut. So, was kommt jetzt? Ein Pikachu, ernsthaft? Dann machen wir das Pikachu halt auch noch weg. Sehr gut, dreimal getroffen. Das ist solide. Doppelteam. Doppelteam. Okay. Hilft aber nichts. Alter, Visilio Level 30. Unser erstes Pokémon Level 30. Nice. Tja, und da muss man noch ein bisschen üben, um es mit mir aufzunehmen. So, Visilio kriegt eine kleine Pause. Und der vorletzte Raum. Ach du Scheiße, was ist hier denn los, ey? Das ist hier ein Shillock. Achso, das ist seins. Na, Mona? Wie geht's, wie steht's? Hier ist ein Hut. Kann ich den irgendwie mitnehmen? Okay, hier ist nichts. Dann müsste jetzt hier in dem letzten Raum eigentlich dieser Pharma-Typ sein, oder? Jensen, das sieht mir sehr nach einem Pharma-Typ aus. Oh, ist das ein Kadabra? Nice. Gut, Jensen, ich habe hier eine Beere. Könntest du daraus vielleicht ein Gegengift machen? Das wäre wirklich super. Aha. Aha, danke schön. Okay, also wenn er fertig ist, wird sich Kadabra zu mir teleportieren und mir das Gegengift überbringen. Das ist wirklich sehr gut. Aha. Oh, und der gibt mir ein Ticket, wo ich in den VIP-Bereich komme oder so ähnlich. Gut, ein Ticket für den VIP-Bereich. Da gucken wir uns den VIP-Bereich doch mal an. Was haben wir hier? Sam, Reggie, da ist Jackson. Okay, hier scheint anscheinend noch ein... hier geht es anscheinend noch mal richtig zur Sache. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn das hier? Ey du, bleib mal hier. Hallo. Ey. Okay, der Typ läuft anscheinend immer im Kreis. Alter Vater, also hier sieht's ja ganz schön ordentlich aus. Klack, was sagst du denn dazu? Ein Pumluff? Interessant. Super Potion? Warte mal, ich habe mal irgendwo gehört, in irgendeinem Pokémon-Teil habe ich mal gehört, dass diese Milch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen das Beste sein soll, was man irgendwie kaufen kann. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne ein paar Super Potions. Und zwar würde ich gerne so 5 Stück nehmen. Vielen Dank, mein Lieber, vielen Dank. 5 Super Potions nehme ich doch gerne. So, hast du noch irgendwas zu melden, Theodor? Mhm. Ich habe doch ein VIP-Ticket. Ey! Sag mal, hallo? Geht's noch? Hat der Typ mir nicht eben ein VIP-Ticket gegeben oder habe ich mich da irgendwie vertan? Ich
Haben wir hier noch irgendwas? Ja, das ist schön, dass dir das Essen schmeckt. Und was haben wir denn hier? Ist das nicht die Weiterentwicklung von Chanera? Oh, wir haben die Secret Potion bekommen. Hä, war das jetzt... Aber das war doch gar nicht Kadabra. Okay. Wir haben auf jeden Fall das Gegenmittel, um den Captain zu heilen. Und als Belohnung wird er uns, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, den Herr Schneider geben. Ich gucke aber mal gerade noch, ob es hier etwas... Was ist das denn hier? Hier ist irgendwas versteckt. Kann ich das anklicken? Was ist das? Hm. Ist das jetzt ein Troll oder ist hier noch irgendwas? Hey, ihr Spacken da! Das ist ja wohl ein Witz. Gut, dann gibt es quasi einen einzigen Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Und das ist der, wo Jackson drin steht. Ach, das soll ein Blumentopf sein oder so. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Truhe oder so. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt mal auf zum Captain und holen uns den Zerschneider. Aber wir werden dann natürlich die MSN noch nicht verlassen, sondern wir werden erstmal gucken, was der gute Jackson denn da treibt. Ich habe so die Befürchtung, dass er wieder mit uns kämpfen will. Und das könnte ein bisschen übel werden. So, aber wir gehen erstmal in aller Ruhe zum Captain und geben ihm das Gegenmittel. Guten Tag. Ja. Durchlassen, ich bin wichtig. So, Captain, bitteschön. Ja, ist doch kein Ding. Mach ich doch gerne. Alles super. So, hast du vielleicht etwas für mich? Der Zerschneider. Sehr gut. Super. Tja, da könnten wir jetzt theoretisch zum dritten Arenaleiter gehen und ihm mit unserem Georg ordentlich in den Hintern treten. Aber ich möchte natürlich vorne wissen, was Jackson hier auf dem Schiff zu treiben, zu suchen hat. Aber bevor ich mich mit Jackson kloppe, gehe ich natürlich noch einmal in unser Bett. Ich gucke mal gerade, wie viele Tränke haben wir. 11 Potions, 5 Super Potions, 4-mal Beleber. Ja, damit dürften wir Jackson eigentlich platt kriegen und seine beiden Hammel, die er stehen hat. Das dürfte eigentlich gut funktionieren. So, den Zerschneider bringe ich jetzt gerade noch nicht bei. Wobei, wenn es dieser Knosp erlernt, könnte ich es vielleicht für Takedown machen. Wo gehe ich denn wieder hier hin? So. Wir haben auf jeden Fall den Zerschneider. Die Frage ist, was hatte Jackson hier zu suchen? Wieso ist Jackson hier auf dem Schiff? Was macht Jackson hier mit diesen beiden Spacken? Sam, was geht hier vor? Ein Blutzug. Bist du sowas wie Jacksons Bodyguard oder was? Glaubst du echt, dein Blutzug hat eine Chance? Das wird nicht reichen, mein Lieber. Also dein Blutzug, das wird nicht ausreichen. So, ein bisschen Leben kriege ich wieder. Ich würde mal sagen, wir beenden das Ganze mit einer Rasierblattattacke. So, mal gucken. Was hast du denn noch Schönes? Oh, ein Rehorn. Okay. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ich bepflanze dich mal lieber schnell. Scary Face.
Ah, du möchtest also schneller sein. Verstehe. Wie viel Schaden macht bei dir denn Rasierblatt? Ja, alles klar. Ja, gut. Machen wir den jetzt auch noch gleich weg? Wedgie. Na, müsst auch noch gegen mich kämpfen. Eine Radikal Level 21. Sucker Punch. Naja, wenn du meinst, was hast du denn zu einer Magnitude 8? Das gefällt dir doch, oder? Ich würde mal was anderes aus der Sucker Punch machen, mein Lieber. So, mal gucken, was hast du noch? Oh shit, ein Mankey. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso machst du das? Achso, du willst dich gleich one-hitten wahrscheinlich, oder? Ja, aber Georg wird dir noch so viel Schaden machen, wie geht. Du musst mich jetzt besiegen, das ist dir klar. Na, schaffst du es? Oh, sehr gut, du schaffst es sogar, nicht schlecht. Blöd nur, dass sich jetzt meine V-Senior erledigen wird. So, ich mach mal Quick Attack, vielleicht reicht das ja schon. Ja, das reicht. Easy going. Sehr gut. So, dann gehe ich gerade nochmal zurück in unsere Kabine und werde dann quasi zum Abschluss dieser Aufnahmesession noch den Kampf gegen Jackson machen. Ich hoffe, der Server macht keinen Abgang mitten im Kampf gegen Jackson. Das wäre ziemlich scheiße. Da muss ich Jackson auf der MSN hier auch noch mit auf die Liste packen. Dass ich gegen ihn hier nochmal kämpfen werde auf dem Schiff. Aber ich gehe jetzt einfach mal optimistisch davon aus, dass der Server noch ein paar Minuten durchhält, bis wir Jackson besiegt haben. So. Die Frage ist, was hat Jackson für Pokémon? Das weiß ich natürlich nicht. Was hat Jackson für Pokémon? Habe ich vielleicht noch irgendwas, was ich meinem Georok mit auf den Weg geben kann? Ja, hier so eine Beere vielleicht. Na komm. Ja komm, laber nicht. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf. Entweder lass es oder... Du hast drei Pokémon. Ein Ibitak! Ein Ibitak! Ach du Scheiße! Ein Ibitak! Wie gut, dass ich Steinwurf habe. Alter Vater! Woher hast du denn das Ibitak, mein Freund? Ja, blöd nur, dass den Ibitak jetzt einen Abgang machen wird. Bam! Alter, wo ist denn das Ibitak her? Nicht schlecht, mein Lieber, nicht schlecht. Das reicht aber nicht. Nidorino! Ah, shit, er kann Doppelkick. Ja, ist natürlich doof. So, die Beere nochmal. Mani 6, das ist nicht sonderlich viel. Ich wechsle mal aus auf Huthut. Huthut, du musst es gerade mal ein bisschen herhalten. Sorry, Huthut. Tut mir leid. So, Georok, der wird erstmal wieder schön hochgeheilt. So, sorry, Huthut. So, Nidorino, jetzt machst du einen Abgang. Jetzt kommt eben meine Bisa-Knospe.
mal Bisaktos mag es gar... Wieso fängst du denn an? Ich habe mich getroffen, ernsthaft. Dieser Knosp macht mich jetzt nicht schwach. Alter! So, das ist ein Scherz sein? Ich habe schon zweimal nicht getroffen. Dieser Knosp, was soll das? Dieser Knosp! Geht doch! Alter Vater! Mensch, dieser Knosp, was ist denn los? Ich muss natürlich hoffen, dass Bisaknos das aushält. Alter, das war mir ein bisschen zu knapp. So, die Frage ist, was ist sein letztes Pokémon? Hat er sein Evoli entwickelt? Wahrscheinlich in ein Flamara, oder? Oder immer so ein Evoli. Bin ich schneller? Ach, verdammt, ich bin nicht schneller. Ich bin nicht schneller. Das ist natürlich doof. So, Smetbo. Ich versuche mal mit Smetbo zu vergiften. Alter Vater! Junge! Nice! Poison failed. Sehr gut. Poison failed. Okay. Jackson. Ich belebe meinen Bisaknos wieder. Ich hoffe, du machst nochmal Takedown. Ja, mach ruhig Takedown. Füg dir ruhig einen Schaden selber zu. Das freut mich. So. Mal gucken, was du zu meinem V-Senior sagst. Freundchen. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Das gibt es nicht. Ich treff nicht. Oh, komm schon, Visenio. Mach mich jetzt nicht schwach. Nicht jetzt. Komm schon. Ah, komm schon, mach das Evoli weg. Ja, sehr gut. Sehr wohl. Komm noch einmal. Okay, damit dürftest du dich selbst vernichtet haben. Ja. Vollidiot Jackson. Alles gleich, hab gewonnen. Easy going. You're from the battle. Ja, ganz ehrlich, Jackson, wenn man so doof ist, ja. Was hat er sich mit seiner Gang verzogen? Wir haben Jackson besiegt und wir haben die MSN komplett durchgespielt. Gegen zwei NPCs hier werde ich, wie gesagt, nochmal antreten im Nachhinein, weil der Kampf wurde... Ja. Nice. Jetzt wurde ich vom Server gekickt. Alter, weh, der Kampf gegen Jackson wird jetzt nicht gespeichert. Ich mach nochmal einen Cut. Bis sofort. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Revolution Online. Was sehe ich denn hier? Wieso bin ich immer noch in diesem Raum und wieso stehen diese drei Hampelmänner hier immer noch? Muss ich jetzt etwa nochmal gegen Jackson kämpfen? Ernsthaft? Ohne Spaß, dann gehe ich aber vorher noch einmal zurück in unser Zimmer. Das ist ja schon alles wieder ein bisschen am Ruckeln. Die Server sind jetzt wieder online, aber das sieht mir ehrlich gesagt alles nicht so stabil aus, wenn ihr euch mal anguckt, wie lange hier die Übergänge brauchen. Oh, 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 oh. Ja, das sieht alles ein bisschen ruckelig aus. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. So, kann ich... mein Bett anklicken. Ja, ich kann es mit Geruckel durchaus anklicken. Na super, das kann jetzt was werden, wenn wir jetzt nochmal gegen Jackson antreten müssen. Als erstes hatte er ein Ibitak. Das zweite ist ein Nidorina. Da müsste ich dann wechseln. Na, immerhin weiß ich jetzt, was für Pokémon er hat. Wir dürften ihn also ganz gut nochmal klein kriegen. So.
Jackson, Jackson, Jackson. So, muss ich gegen diese Hampelmänner hier vorne eigentlich auch nochmal antreten? Guten Tag. Ja, wieso sagst du mir das zweimal? Gut, den haben wir ja platt gemacht. Den haben wir auch platt gemacht. Muss jetzt echt nochmal gegen Jackson antreten. Ernsthaft. Super, wir müssen noch mal den Kampf gegen Jackson machen. Großartig. Gut, dann mache ich mal den guten alten Steinwurf. So, so viel zu deinem Ibitak, mein Lieber. Dann mache ich dich halt noch mal platt. Und tschüss. So, das Blöde ist natürlich, jetzt kommt sein Nidorino. Da muss ich natürlich wechseln. Die Frage ist nur, auf was wechsle ich? Ich versuche es mal mit Smetbu. Der Doppelkick. Gut, das interessiert Smetbu jetzt nicht so wirklich. A critical hit. So, wir greifen mal mit der Konfusion an. Er macht nochmal die Hornattacke. Alter, das macht gut Schaden. Aber unsere Konfusion auch. Ich glaube, mit noch einer Hornattacke schafft er es nicht. Die müssten wir eigentlich gut überleben. So, unsere Beere springt wieder ein. Oh, ein Crit, sehr gut. Was, Metmo, schaffst du noch einen Treffer? Es wäre sehr gut. Oh, sehr gut. Und Nidorino ist konfus. Das freut mich doch. Komm, besieg dich selber. Ach, schade. Dann hole ich mal unser V-Senior raus. Das kann er mit Ruckzuck gibt das Ganze hier gut beenden. Dann hätten wir nur noch sein OP-Evoli. So. Furienschlag. Ja, das macht gut Schaden. Ja, mach du mal Takedown. Mach du mal Takedown. Ich mach einfach nochmal Furienschlag. Hast du dich jetzt selbst gerade wieder gekillt? Na gut, dann übernehme ich das. Mit dem Ruckzuckhieb. So, Jackson, dann bist du jetzt halt nochmal besiegt. Soll mir recht sein. So. Mach einen Abgang. Hier, nimm deine beiden Eumel mit. Und wir haben Jackson einfach noch ein zweites Mal besiegt. Tja. So, ich hoffe, das war es jetzt auch. Bevor ich das Schiff verlasse, werde ich, glaube ich, noch einmal kurz bei unserem Zimmer vorbeischauen, wo wir uns dann einmal heilen können. Wobei, das kann ich eigentlich auch draußen machen. Ja, ich würde mal sagen, ich bin hier komplett durch. Ich gucke noch mal gerade. Der Zerschneider. Wer sollte das denn mal lernen? Kann Smetbo das lernen? Hallo? Was war das denn jetzt gerade? Smetbo? Okay, vielleicht Bisa Knosp? Okay, Bisa Knosp könnte es lernen. Ich glaube, ich mache den Takedown mal weg. So, jetzt kann unser Bisa Knosp Zerschneider anstatt Takedown. Ja, wir haben den Zerschneider, wir haben Jackson und alle anderen Trainer besiegt. Die beiden Trainer, die wir hier, wegen denen wir hier
mit dem Disconnect nicht weiterkämpfen konnten, die knöpfe ich mir später vor. Wir sind ja auf jeden Fall durch. Wir haben die MSN erfolgreich durchgespielt, haben Jackson besiegt, haben den Zerschneider bekommen. So, hier düst einer mit einem Hundemann entlang, das ist sehr schön. So, wo war denn hier nochmal das Pokémon Center? Das würde ich jetzt sehr gerne besuchen. So. Guten Tag, ich würde mich gerne heilen lassen. Yes, please. So, ich glaube, dann wird es mal Zeit, dass wir uns den dritten Arena-Orden schnappen. Major Bob. Ich glaube, er fängt schon an zu schwitzen, wenn ich ehrlich bin. So. Ab in die Arena. So, hast du einen Tipp für mich? Gut, wir müssen erst gegen seine Bodyguards kämpfen. Also zum Beispiel diesen Typen hier, Old Man Bailey. Ach komm her. Ich mach dich weg. Ein Voltball, das ist alles. Guck dir mal dieses Video auch hier an. Was sagst du denn dazu? Alter, Sternschauer? Willst du mich verarschen? Junge? Hast du das gesehen? Mein Georock ist OP. Lass mich in Ruhe. Ein Magnetilo. Oh, Level 27. Sehr gut. Dann mach ich mal das hier. Metal Sound. Aha. Das ist ja höchst interessant. Oh, das ist natürlich mega mäßig effektiv, wie ich sehe. Ich versuche mal den guten Bulldozer. Mirror Shot. What? Alter, was war das denn gerade? Okay. Du möchtest es also auf die Hardtour wissen? Wie Senior Kratzfurie. Freundchen, Freundchen, Freundchen. So nicht. Okay, das ist irgendwie nicht wirklich effektiv. Die Attacke hat nicht getroffen. Hm. Ich guck mal, wie viel Schaden Slam macht. Ah ja, das ist schon ein bisschen effektiver. Ja, der Typ ist gar nicht mal so schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Alter! Junge, mach das Magnetilo weg. Sehr gut. Da fällt er. So, das war Bodyguard Nummer 1. Hast du noch irgendwas zu sagen? Go ahead. Ja, ich gehe erstmal zurück ins Pokémon Center. Okay, der war ehrlich gesagt ein bisschen stärker, als ich ihn erwartet habe. Ich bin mal gespannt, wie stark der zweite ist. So, yes, please. So. So, Kollege, komm mal her, du. Let's battle! Du hast eine Pikachu! Das ist doch gefundenes Fressen! Das ist doch ein gefundenes Fressen! Boah, das macht ja richtig viel Schaden. Leck mich am Arsch. 7, das ist sehr gut. Ja. Und das war's direkt. Sehr gut. Und Level 28. Perfekt.
So, jetzt kommt wieder dieses Kackrätsel hier, wie ich das hasse, ey. Wrong Switch. Wrong Switch. Ich glaube, das ist hier gar nicht so wie... Okay. In der ersten Gen war es ja, glaube ich, so, dass der zweite Schalter immer direkt neben dem ersten war. Ach so, eine Scheiße. Ich glaube, das ist hier nicht so. Okay. Vielleicht der hier? Ist das immer der hier? Okay, anscheinend ist das immer gleich. Okay, oben rechts ist der erste. Die Frage ist natürlich, wo ist dieser zweite verkackte Schalter? Ich habe absolut keine Ahnung. Welcher ist denn der zweite? Ich weiß es doch nicht. Viele bleiben ja nicht mehr. Vielleicht der hier unten? Alter, leck mich doch am Arsch. Wo ist denn jetzt der zweite Schalter? Alter, Major Bob, komm da raus, du feige Sau, ey. Ich will dich jetzt fertig machen. Vielleicht der hier? Ja, oben rechts ist der erste, aber wo ist der zweite? Ich weiß es nicht. Alter, der Typ geht mir schon wieder mehr auf die Eier. Wie viele bleiben denn noch? Den hätte ich, glaube ich, noch nicht. What the fuck? Ich hab doch gleich alle. Welchen hatte ich denn noch nicht? Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Sag mal, will ich hier verarschen? Wer soll denn der zweite sein? Ich glaube, den hier unten links hatte ich noch nicht. Das ist auch nicht. Sag mal. Okay, vielleicht der hier? Ja, Freunde, ich liebe dieses Rätsel. Ich liebe es. Hatte ich jetzt nicht schon alle? Bin ich doof? Ich hatte schon alle. Welcher soll es denn noch sein? Da muss ich jetzt wieder. Da muss ich jetzt die alle durchgehen. Das ist natürlich mega ätzend. Oh, endlich. Gott sei Dank. So, wie machen wir das jetzt am besten? Macht unser Georock den Anfang? Ich würde fast schon sagen, ja. Die Frage ist, wer übernimmt dann? Ach komm, wir machen jetzt fertig. Der kann sowieso nichts. Ja komm, geh ich auf die Eier und kämpf, du Sau. Ein Voltuball. So, Freundchen, jetzt gibt's auf die... Alter! Du hast dich selbst zerstört, du mieser kleiner Wichser. Das ist ja wohl ein Witz, ey. Ja gut, das Level-Up nehme ich natürlich gerne mit. Das interessiert mich nicht wirklich. Magnitude 7, das ist sehr gut. Und das war's auch für Pikachu. So, Elektroball. Na, möchtest du dich auch selber in die Luft sprengen? Wie wär's? Sonic Boom. Ah, wie gut, dass du nicht getroffen hast. Sonic Boom tut weh. Oh, nur 5. 5 ist nicht sonderlich stark. Oh, der Sonic Boom. Oh, der tut weh. Der tut weh. Oh, die reicht nicht aus, die 7. Die 7 reicht nicht aus. Aber eine normale Tackle-Attacke dürfte es eigentlich machen. Sehr gut. Okay, jetzt kommt sein Signature-Pokémon, sein Raichu. 30, sehr gut. Okay, wir wechseln einmal kurz auf unser... ich wechsle mal auf unseren Bisa-Knosp gerade. Wir können dieses Raichu ganz, ganz easy besiegen. So, er bullt sich jetzt nämlich ein.
Wir nutzen diese Runde und nehmen ein super Tränkchen auf unser Georock. So. Er setzt es nämlich dick ein. So, dann wechseln wir mal zurück. Er wird sich jetzt wahrscheinlich wieder einbuddeln. Okay, du machst das. So, Freundchen, na komm, buddel dich ein, buddel dich ein. Ja, du buddelst dich nicht ein, weil du weißt, was dann passiert, ne? Okay, dann kriegst du halt so eine Magnitude 7 ab. Wenn er sich nämlich einbuddelt, passiert Folgendes. Magnitude schlägt dann mit doppelter Stärke zu. Wahrscheinlich macht er es jetzt deswegen nicht. Oh, er buddelt sich ein, das war ein Fehler. Magnitude 8 mit doppelter Stärke, das war's. Magnitude 8 mit doppelter Stärke, da hat Raichu keine Chance gegen, das war's. Level 31 und der dritte Orden. Und Bisaklos bereit noch Level 30, wunderbar. So, Stealthwalk, was ist denn Stealthwalk? Ah, das ist das. Brauchen wir eigentlich... Stealthwalk braucht man eigentlich nur für Competitive Gameplay, dass man die quasi ausspielt, weil im Competitive Gameplay gegen andere Spieler wird ja quasi oft gewechselt. Und wenn die Steine dann Schaden machen, Ach, ich nehme das mal für Tackle rein. Ich werde das später sicher auch mal ab und an gegen andere Spieler spielen. Und da haben wir den dritten Orden. Ich glaube übrigens, die dritte Region hier, die man hier unten sieht, die gibt es glaube ich noch nicht. Ach, verschluckt, die ist gerade noch an der Construction. Na, Bob, hast du was zu sagen? Gut. Ach, schön. Haben wir am Ende den guten Major Bob noch platt gemacht. So, dann gehe ich noch einmal ins Pokémon Center. Dann kann ich die Aufnahmesession eigentlich beenden. So, dann nehme ich hier gerade noch mal die Heilung mit. Yes, please. So, ich tue mal unser Visinio nach vorne. So, jetzt können wir nämlich da rechts an der Seite weitergehen. Was? Wo bin ich denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Was hier denn? What the fuck? Was ist das denn hier? Steht was drauf? Hier war ich ja noch gar nicht. Erstmal erkunden. Moment, da muss ich hier lang. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch Häuser gibt. Die habe ich ja komplett übersehen. Was haben wir hier denn Schönes? Erstmal im Müll, Mülleimer herumwühlen. Gott, hier scheint nichts zu sein. Einen wunderschönen guten Tag. Guck mal, ich habe drei Ohren. Was? Ja, okay. Die hat einen an der Klatsche. Sehr gut. Ist auch nichts drin. Was hast du noch zu sagen? Was haben die alle mit ihrem Dragonierruf? Hören die irgendwie... Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist ja creepy. Kann man hier irgendwie noch lang? Nein. Gut, was ich eigentlich hier sagen wollte, wir können da unten rechts nun endlich weiter. So, dieser nette Herr, da wird uns jetzt nicht mehr aufhalten. Und wir können quasi den nächsten Spielabschnitt betreten.
So. Ey du, was stehst du so rum? Was? Battle? Nein, ich will nicht hier. Ja, deswegen bin ich unter anderem hier. Aha, kann ich jetzt hier rein? Kann ich tatsächlich, will ich aber noch nicht. So. Da oben ist ein Pokéball, den hole ich mir gerade noch. Einen Aufwecker, sehr gut. Ja, wir müssen nun als nächstes durch die Dicta-Hülle durch, um uns den Blitz zu schnappen, weil ansonsten kommen wir nicht nach Lavandir durch den Felstunnel. Aber bevor ich durch die Dicta-Hülle gehe, werde ich in der nächsten Aufnahmesession hier rechts mich noch durch die Route betteln. Die Typen da kloppe ich nur zu gerne um. Gut, wir kommen da zwar nicht weiter, weil da so ein dickes Relaxo später liegt, aber wir können ja die Leute ja schon mal umkloppen. Das werde ich am Anfang der nächsten Session machen. Und danach gehen wir durch die Dicta-Höhle und holen uns den Blitz. Oh, endlich haben wir den dritten Orden und sind mit der MSN durch. Ich bin froh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.